Hallo und willkommen zu 30 Minuten MMO mit Nico. In dieser Reihe möchte ich euch MMOs näher bringen und 30 Minuten mit euch zusammen testen. Ich habe sie vorher noch nicht gespielt oder einen irgendwann mal gespielt gehabt und ja, heute ist Dragon Nest dran. Ich kenne es nicht. Ich logge mich mal ein. Yeah, jetzt seht ihr auch mein Special Passwort. Ah, nee, könnt ihr gar nicht sehen. So, es gibt nur einen Server, Desmodeus, und der ist überfüllt. Aber das ist uns ja egal. Voll episch. Was können wir jetzt hier auswählen? Charakter erstellen, okay. So ein Typ mit Schwert, so ein, keine Ahnung, so eine Tussi und so eine andere Tussi. Ich nehme mal den Typ mit dem Schwert. Anfangsstadt Prieridorf. Wir können den eine Frisur auswählen, okay. Ich nehme eher so eine Standardfrisur, so eine hier. Farbe können wir auch noch bestimmen. Wow. Keine schwarze Frisur, okay. Gesicht. Wir machen uns mal so ein hier. Da gibt es noch andere Gesichter. So. Das sieht doch normal aus. Oberteil. Schön in weiß. Hose. Schwarz. Handschuhe. Was man hier nicht alles einstellen kann. Was ist denn los? Gut. Und rotieren. Rotier dich mal, dreh dich mal um. Gut, Benutzername. 30 Minuten MMO. Erstellen. Bestimmt klaut ihr euch jetzt die ganzen Namen. Also, gut. Du hast kein zweites Passwort. Egal. Channel-Liste verbinden. Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt mache. Ich weiß nur, dass wir jetzt 30 Minuten haben. Und klaut mir bitte nicht diesen Namen. Ich will den immer verwenden jetzt. Gut. Genau, jetzt kommt irgendeiner und lädt sich die ganzen MMOs runter, die es so alles gibt und verwendet den Namen. Oh mein Gott, epische Sequenz. Zwei Mädchen laufen weg vor grünen Viechern. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Rose. Und ich habe einen Grafikfehler in der Mitte, oh mein Gott. Das liegt an dem V-Sync, nehme ich mal an. Ja, das ist V-Sync. Bedingt. Und natürlich sehen wir sowas und denken, das kann doch nicht sein. Gut, es ist ein Action-MMO, also man muss selber so schlagen und so, ihr wisst schon. Gut, ich versuche jetzt hier noch die Systemeinstellung zu ändern. Hm, wo ist denn das? Vertigal ist gar nicht an. Muss ich das anmachen? Ich weiß es nicht. Ist mir auch jetzt egal. Ich gehe hier raus aus den Steuerungen und... Ich greife jetzt einfach mal an. Ja, ja, ich habe hier schon kapiert, wie man angreift. Das ist schon... Oh, übel, übel! Und da liegt überall Kupfer. Hebt einen Gegenstand auf, okay. Man muss das Gold auch noch aufheben, oder das Kupfer. Das ist ja... voll... Ja, ich habe schon verstanden. So. Das junge Mädchen scheint traumatisiert zu sein. Bringen Sie jetzt ins Dorf. Okay, Halskette von Rose. Oh mein Gott. Abenteuergilde. Ach so. Also wenn euch diese... Ja, das erste, was man bekommt, wenn man das Spiel startet, natürlich Shop, Premium Shop, Haustier zu verschenken, jeden Samstag von 17 bis 19 Uhr schließen. Erstmal, das geht mir voll gegen den Strich. Hier haben wir schon mal einen Spieler, der mit uns spielt. Ich sage jetzt mal Hallo und willkommen auf YouTube. Rasputin, Gilde, okay, sofort eingeladen in der Gilde. Hallo und ich habe das I klein, groß gemacht. Willkommen, aber was habe ich dann geschrieben? Willkommen. Achso, nochmal. Hallo und willkommen auf YouTube. Nein, ich habe keinen Bock auf eure Rasputin-Gilde. Allgemein Chat. So. Gut, jetzt haben wir 30 Minuten Zeit. Was müssen wir machen? Ich glaube mal, wir müssen mit dem Typen reden. You must always keep an eye on those lazy hounds. Wenn du etwas Eisen brauchst, kannst du an mich wenden. Quest. Okay. Jetzt natürlich die Cash-Item-Verkäufer.
Wie kann ich die auswählen? Achso, mit. Okay. Natürlich, weiter. Ich lese mir die Quest auch nicht durch, weil ich will so weit wie möglich kommen, dieser halben Stunde. Best and you know it. Wird uns irgendwo angezeigt, wo wir hin müssen? Rede mit Bürgermeister Harold. 12 Meter, okay. Tiefe Sorgenfalten durchziehen das Gesicht des Bürgermeisters. Quest. Gut, ja, ich hörte jetzt das Klicken. Du kannst auf mich zählen, fertig. Drücke die H-Taste und schau. Ja, okay, schließen. You have news of Rose. Wo müssen wir hin? Dahin müssen wir. Hey Steve. We could always use extra help around here. One day, the town will fight until peace is restored. Okay. Wir müssen mit Doris reden. Da ist Doris. What glorious weather. Ja. Also, falls euch dieses Spiel interessiert, dann holt's euch. Bye bye! Ich teste das nur, beziehungsweise ich spiele das mit euch zusammen, beziehungsweise alleine, aber ihr seht mir zu und... Okay. Wir sind jetzt im Schattenwald. Keine Ahnung, ich lese mir die Quests hier nicht durch oder so. Ich will halt nur so schnell wie möglich weiterkommen und so viel vom Spiel zeigen, was geht. Also ihr seht, das ist, man muss das mit der Maus jetzt machen, so. Hier ist Wächter Darcy, keine Ahnung. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Mal gucken. Hier müssen wir hin. Okay, okay. Das ist so eine Art Instanz, ne? Würde ich mir einfach mal so behaupten. Hey, Timothy. Oder Timothy, keine Ahnung, wie du heißt. Hey, red mit mir. Achso, wir haben Fähigkeiten. Ich will mit ihm reden. I take my duty seriously. Okay, Belohnung. Okay. Don't worry about me. Okay, wir müssen diese vier hier töten. Also, fast mal 2 GB, die man runterladen muss, um dieses Spiel zu installieren. Und das hat sich noch nicht bezahlt gemacht. Also, ich weiß nicht. Das spricht mich noch nicht so an, dieses Spiel. Also, und nach der halben Stunde sage ich dann, ob es mich interessieren würde, die Spiel weiter zu spielen oder nicht, oder... Also ja, ihr wisst schon, was ich meine. Gut. Was liegt da? Lila Traum? Okay. So. Ich kann auch springen. Können wir auch Doppelsprung machen? Nö. Okay. Da kommen noch mehr Viecher. Spezialangriff können wir auch machen, okay. Achso, so ein Tritt. Okay. Haben wir den jetzt mal weggekickt. So. Sorry, Gamla Goblin. Aber dass man das Gold aufheben muss, das nervt richtig. Ey, was machst du denn da? Komm her. So. Yeah. Was ist das denn? Altierungsfern genutzt, um epische oder höhere Ausrüstung und Gegenstände... Okay, das war schon weg. So. Schattenwaldpfad. Was muss ich denn eigentlich sammeln? Kartenfragment und so. Okay. Oh, übel. Also alleine macht es nicht so viel Spaß. Ich denke mal, in so einer kleinen Gruppe würde schon Spaß machen, dieses Spiel zu spielen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Gut. Wir haben irgendwas gekriegt hier, Altierungsfragmente und... Oh, das ist der Boss scheinbar. In dieser kleinen Instanz. So. Was wollt ihr denn? Ork Baku. So, können wir wegspringen? Okay. So. Wir können während des Kampfes nicht mit NPCs reden, okay? Jo, warte. Ach, oben rechts wird seine Lebensenergie angezeigt, okay? Schon übel.
Sprit, komm. Okay, sein Schild ist weg. Dann war es das wohl. So. Dungeon abgeschlossen. Das ist ja cool. Boah, ich bin richtig stark. Keiner macht mir das vor. Stufe 2 erreicht. Das ist ja... Und das nach nicht mal 5 Minuten, glaube ich. SSS ist wohl der beste Rang, den man bekommen kann. So, ich habe mir diese Schatzkiste jetzt geholt. Ist da irgendwas drin? Bekomme ich die jetzt? Ein Achat-Fragment, okay. Das war wohl nicht das Beste. Gut, wir müssen jetzt wieder mit Timothy reden. Was geht? Rose, where can she be? Ich weiß es nicht. I won't be back. Okay, F12. Not until I find Rose. Zum Eingang. Ach nee, ich wollte zur Stadt. Na egal. Ich weiß ja, wo die Stadt ist. Hm? Na, da wollte ich ja gar nicht rein abbrechen. Da wollte ich rein. Prairiedorf. Und schon wieder kommt man ins Dorf. Heute nicht mehr anzeigen. Aber zum Glück gibt es diese Funktion. So. So. So, 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 so. Mhm. Wo ist es zu Doris? Glorious weather. Ja. Nährreiches Essen. Bye bye. Hau rein, Doris. Ich muss zum Schmied Dorin, der sich hier irgendwo befindet. Da. Great weather to work, eh? Und wir sind Stufe 3. Das ist ja cool. I'm the best and you know it. Yeah, no, I know it. Yeah. Hm? What is it? Und das abgeben. So. Schließen. One day the town will fight until peace is restored. Rede mit Meisterkrieger Duncan. Wer ist da? Stop stammering like a nymph. Speak your mind. Mein Vater, er ist lahm, bla 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 bla. So viel Zeug. Alright, let me show you the techniques. Achso. Muss das irgendwo hinziehen oder? Ich weiß nicht. Achso, er zeigt mir, was dann abgeht, okay. Learn these skills by heart and they will serve you well for a lifetime. Okay. Mit Timothy müssen wir reden, der ist hier hinten irgendwo. Können wir auch laufen? Nee, das ist... Na egal. Wollt ihr ein Turnier? Kommt her. Romix, hä? Romix, was ist los? Langweiler. Achso, hier gibt's auch Postsystem, natürlich. Kann ich ja mal eben zeigen. Briefkasten, wir haben nix. Aber wir haben irgendwelche Waffen. Richtig, ich kann das Inventar mal zeigen. Wir haben zurzeit, was tragen wir eigentlich zurzeit? Ne, ich wollte nicht ins Chat. Ich wollte meine Figur anzeigen. Mal gucken. Charakterinfo auf P. So. Wir tragen das Anfängerschwert. Wir können auch mal die Anfängeraxt benutzen. So. Hä? Noch Fragen? Oh, übel. Der rastet ja richtig aus. Jo, Kyoji. Was geht denn? Schattenwald mal wieder. Okay. Ja, also ich würde jetzt in diesem Zeitpunkt empfehlen, das zu mehreren zu spielen. Also alleine macht das nicht so viel Spaß. Also solche Spiele im Allgemeinen machen nicht so viel Spaß. Opa Butzemann, na? Wie siehst du denn aus? Okay. Jetzt müssen wir da oben hin. Ich gehe ja schon in den Windwald. Yeah. Wächter Dickinson, na, das ist klar. Achso, ich muss da ran. In die andere Richtung. Aushänger, Abenteuergilde, Windwald-Tempel. Oh mein Gott, das klingt so episch. Ist ein leichter Dungeon. Natürlich. Am Anfang. Hat man den nicht erfunden noch als Endgegner? Boah, jetzt gehen wir den halt günstig. Das war's ja. Rote Chili. Wie man sieht, am Anfang ist noch recht einfach alles. Natürlich.
Diamantfragment. Bisschen Kupfer. Ein Stück Käse. Angriff minus 30. Okay. War der Käse wohl gammelig. Haben uns jetzt den Magen verdorben. Halt die Lebensenergie von alleine? Ich weiß es nicht. So. Die ganzen Bettler hier, die Geld wollen. Oh, ein Bett mit euch. Boah, wie ich die alle umhaue. Ich bin der King hier. Ui. So. Erstmal alles saufen, was es hier gibt. Das nehme ich noch mit. Das nehme ich mit. Faule Kartoffel. Sind wir langsamer. Das nehme ich jetzt nicht mit. Wir müssen da unten hin irgendwo. So. Ach, da sind noch mehr Monster. Natürlich. Komm doch. Erstmal das Schild kaputt machen. So. Falls einer von euch dieses Spiel ja kennt und dieses Video auf YouTube irgendwie findet oder so, dann schreibt doch mal einen Kommentar, wie ich mich hier so gebe und so alles. So. Was haben wir denn da? Praktischer Kurzbogen. Oder Praktika. Kurzbogen. Okay. Was haben wir denn hier? Wachmann Korps Hand hier. Das Portal zum nächsten Gebiet wurde aktiviert. Ah, da hinten. Ja, das werden nicht ganz genau 30 Minuten. Das können manchmal auch, was weiß ich, ein bisschen länger werden, so 33. Aber so im Rahmen von 30, so Pi mal Daumen. Ne? Ihr wisst, was abgeht. Damit ihr euch nicht wundert, irgendwie, der ist ja gar nicht 30 Minuten. Der Troll ist Level 4. Das war's dann, würde ich mal sagen. Kleiner Troll. Ne? Geh mal auf. Oh, der ist weggehauen. Der kann rollen, so Rambo-Style. So, das Viech ist tot. Das wird irgendwie so ein bisschen krass, finde ich. Schon so ein bisschen. Bitte rette Gobert. Hey, Timothy. Ich rede mit dir. So. Ja. Cool. Die beschweren sich hier irgendwie alle. Ich wähle diese Kiste aus. Jetzt war wieder die falsche. Kann ich chatten nebenbei? Gruppe System. Allgemein Welt. / Welt. Hallo. Achso. Schade. Egal. I take my duty seriously. Okay, ist okay. Ich kann die alle befreien. Help me! Warum stottern die alle? So, ein bisschen Kupfer. Wir müssen das Ding gleich verlassen. So. Da hinten ist auch ein bisschen Kupfer. So, F12 zur Stadt. Die Quest abgeben. Irgendwo. Achso, ja, stimmt, ja. Die eine war ja draußen. And no wings. Nee, weil wir müssen die Quest abgeben. Achso, ich muss. Okay. Erstmal gebe ich das die gelbe Quest jetzt ab. Hm, beim Bürgermeister Harold. Ich komme, Bürgermeister. Yeah. Kann ich irgendwie auf den Chat drücken, Welt? Kann ich wohl nicht irgendwie. Muss ich Geld dafür bezahlen wahrscheinlich? Okay. Na egal. So. Wo ist der Bürgermeister? Da hinten. Da ist er.
Boah, ich tue erstmal husten. So, Stufe 4 erreicht. Achso, ja. Rose, where are you? Come back soon. So, come back soon. Jetzt muss ich mit dem Glyphen gelehrten Bernstein bringen. Da ist er. Die Alte. Can I help you? Best. Weiter, weiter, das ist toll, weiter. Und entgegen. See you next time. Stufe 5. Hier steigt man ja richtig schnell auf. Neue Abschnittsmitteilung. Jetzt können wir irgendwie irgendwo hin. Und natürlich unten links, unten rechts, nicht vergessen, der Premium Shop. Wenn wir auf F klicken. So, mal gucken. Mhm. Aber ich habe gar keine TCs auffüllen, okay? So, nachdem wir TC auffüllen geklickt haben, kommen wir auf diesen Bildschirm hier. Da wird uns gezeigt, was abgeht und wie viel Geld wir bezahlen und wo man überall diese TC-Punkte holen kann. Oder T-Cash. Natürlich müssen wir uns dafür einloggen. Dann werde ich mich mal einloggen, ne? So. Login. So, man kann hier sehen, schön, per PayPal kann man bezahlen, dann klicke ich mal drauf, so. 50 Euro kosten für 5000 Cash. Also praktisch 100 Euro für 10.000 Cash. Okay. Dann gehen wir jetzt nochmal ins Spiel rein und gucken nach, wie viel man für 10.000 oder was man sich für 10.000 T-Cash holen kann. Okidoki. So, dann wären wir jetzt wieder im Spiel und gucken uns jetzt mal im Premium Shop an, was man sich für 10.000 TC kaufen kann. Alles klar, dann gehen wir hier mal auf die Hauptseite. Hier sehen wir schon mal, dieses Paket des einsamen Reisenden kostet bereits 1500 TC, das wären 15 Euro. Und das ist so für mich Abzocke. Also überhaupt so einen Shop in ein Spiel einzubauen, schon Strafe genug. Ich weiß, sie müssen auch Geld damit verdienen und blablabla. Aber ich meine hier zum Beispiel hier bei Horn des Lebens, 30 Tage für 3,90 Euro. Also man hat jetzt die Wahl, ob man sich so einen fetten Döner holt oder für 3,90 Euro einfach 30 Tage Verlängerung des Haustiers, damit ich länger leben kann. Also ja, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich halte das alles für Abzocke. Deswegen gehe ich auch wieder aus dem Shop raus. Ihr habt übrigens meine Maus gar nicht gesehen, also den Cursor. Habe ich jetzt eingeblendet, also falls ihr es sehen wollt. Alles klar. Ich habe Post. Kann ich irgendwie meine Post nachlesen? Mal gucken. Chatraum. Also ich gehe einfach zu diesem Postkasten, weil ich habe einen Brief. Mal gucken. Öffne den Briefkasten. Schau mal, wer da ist. Du bist also dieser Held. Achso, das ist eine... Gut. 30 Minuten MMO auf YouTube lässt grüßen. So, das Fraps hat dieses Spiel wohl nicht so ganz gemocht. Aber ich habe jetzt den Brief abgeschickt mit YouTube lässt grüßen. Auf, also 30 Minuten MMO lässt grüßen auf YouTube. An den Spieler Rasputin. Also Rasputin, falls du dieses Video sehen wirst, irgendwann, ich mach's einfach mal in die Tags, damit du, wenn du bei YouTube eingibst, Rasputin und Dragon Nest, dass du sofort dieses Video findest. Und, ja. Also schreibt mir mal einen lieben Kommentar, ob ihr dieses Spiel spielen werdet oder weiterempfehlen werdet. Oder ob euch das Spiel so gar nicht zusagt. Also ich freue mich über jede Art von Kommentaren, egal was ihr sagt und, ja, das waren jetzt nicht ganz 30 Minuten, das ist mir aber jetzt auch egal. Es soll ja... Ich taste mich langsam ran. Gut. Das war jetzt sozusagen die Pilotfolge dieses Formats. Falls euch... ja, habe ich schon gerade schon gesagt. Schreibt mir einfach einen Kommentar, gebt mir einen Daumen hoch oder Daumen runter. Falls ihr das Video mögt oder es scheiße fandet. Okay. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal oder beim nächsten 30 Minuten MMO. Bis dahin. Haut rein. Euer Nico.